Im letzten Video habe ich euch den neuen Native Instruments Massive X ein wenig vorgestellt, beziehungsweise ich habe einfach mal das Ding zum zweiten Mal aufgemacht, Kamera angeschaltet und ein Patch geschraubt und das Ganze ein bisschen live kommentiert. Und dazu kamen auch sehr viele Kommentare und generell habe ich jetzt so den Eindruck mit Blick auf die Kommentare zu diesem Video und auch Foreneinträge, dass manche Leute von Massive X ein wenig enttäuscht sind, beziehungsweise einfach mehr erwartet hätten. Und was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ich habe öfters mal wahrgenommen, dass das wohl so einen sterilen Klang haben soll. Das ist ein paar Mal gefallen. Und ja, das ist ein digitaler Synthesizer, deswegen klingt er natürlich jetzt nicht so wie irgendwie ein virtuell analoger Synthesizer, wo man auf eine Taste draufhaut und das Ganze klingt immer irgendwie ein bisschen anders und schwebig und wabernd und so weiter und so fort. Naja, und deswegen habe ich mir gedacht, ich kann doch einfach mal ein Preset basteln, wo der Synthesizer einfach ein bisschen organischer von Grund auf klingt. Wie so ein alter, kaputter Synthesizer, wo man irgendwie mit jedem Tastendruck irgendwie so eine leichte Verstimmung erhält und alles klingt ein bisschen übersteuert, ein bisschen dreckiger. Und ja, so ein Preset habe ich gebastelt. Das könnt ihr auch runterladen im Beschreibungstext unten. Wie auch immer, findet ihr den Link dazu. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ich dieses Preset gebastelt habe, damit ihr auch überhaupt wisst, an welchen Reglern ihr drehen müsst, damit die Kiste nachher schön alt klingt. Ja, das Ganze soll jetzt auch irgendwie keine Wertung sein, dass Massive X blöd klingt oder so. Ich habe mir einfach nur gedacht, ich sehe das als Challenge. Der klingt digital, das ist seine Natur, sage ich mal, das ist klar. Und ja, wem das Ganze zu steril klingt, der bekommt jetzt von mir so ein Preset, wo es so ein paar magische Regler gibt, damit die Kiste alt und komisch und gubbelig klingt. So, ja, wenn ihr wissen wollt, wie dieser mein neuer gubbeliger Massive X klingt, dann einfach Video anschauen, Preset runterladen, Daumen nach oben vielleicht hinterlassen oder noch schön nach oben hinterlassen und los geht's. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie man ein organisches Grundpreset baut. Was meine ich damit mit organisch? Ich meine damit, dass Massive von Grund auf erstmal ein bisschen organischer und ein bisschen lebendiger klingt. Und ab dann kann ich quasi mit dem Sounddesign anfangen. Also, in der rechten Spur haben wir Massive ganz original geladen und ich habe ein paar Akkorde eingespielt. Das Ganze klingt wie folgt. In der linken Spur habe ich Massive mit meinem organischen Preset, was ich selber schon erstellt habe, geladen. Allerdings habe ich hier noch alle Module ausgeschaltet. Ich kann die quasi in der Routing-Sektion nach und nach anschalten. Auch habe ich die ganzen LFOs quasi deaktiviert. Und ich will euch jetzt nach und nach mal zeigen, wie ich mein Preset aufgebaut habe und wie das Ganze hinterher so ein bisschen organischer klingt. Bislang klingt es natürlich so wie das Original. Das heißt, man hat keinen Unterschied zu dem Original. So, und jetzt werde ich mal anfangen, ein paar Module anzuschalten, damit ihr auch seht, okay, was dann eigentlich klanglich passiert. Zunächst einmal werde ich mein Filtermodul Monarch erstmal anschalten. Mit der rechten Maustaste kann ich das in dieser Routing-Sektion hier aktivieren. Und ich habe das Filtermodul Monarch genommen anstelle von Asimov, was standardgemäß drin ist. Denn Monarch, das ist ja der Synthesizer bei Native Instruments, der den Minimoog emuliert. Minimoog ist ja so ein analoger Vintage-Synthesizer. So, und deswegen dachte ich mir, nehme ich den Monarch auf jeden Fall als Filter. Damit mache ich schon mal nichts falsch. Als nächstes kommen hier die Module A, B und C und hier habe ich schon zwei drin, Utility und Distortion. Utility mache ich mal an. Und das Utility-Modul, Moment, ich muss ein bisschen leiser machen, das Utility-Modul hat den Vorteil, da sind zwei Filter drin. Und mit diesen beiden Filtern habe ich die Bässe und die Höhen schon mal ein bisschen weggenommen, damit das ganze Signal auch ein bisschen dumpfer klingt. Denn im Original, fand ich, klingt mir das von vornherein zu harsch. Man merkt bei meinem Preset, ich habe jetzt wirklich weniger Höhen und es klingt erstmal ein bisschen wärmer. So, und dann als Modul B habe ich hier Distortion drinnen. Distortion kann ich jetzt mal aktivieren bei laufender Wiedergabe. Passiert nicht so viel, aber es ist doch wieder so eine subtile Art der Sättigung drin. Das heißt, dass auch sozusagen die Höhen bekommen wieder harmonische Obertöne hinzu und das Ganze klingt einfach noch ein bisschen nicht weniger harsch, sage ich mal.
Okay, dann habe ich hier in meiner Effektsektion Nonlinear Lab drin. Den aktiviere ich jetzt auch mal. Und es wird noch mal weniger harsch, sage ich mal. Denn auch hier habe ich wieder Übersteuerung bzw. Sättigung drin. Den Drive-Parameter habe ich aufgedreht, Mixverhältnis ein bisschen rein. Dann habe ich hier mich mit unterschiedlichen Charakteristiken mal probiert. Ich bin bei Soft Clip gelandet und West Coast. Ich mache das Ganze noch mal lauter und im Vergleich. Ja, und in diesem Kontext interessant ist die Feedback-Schleife bei dem Monarch-Filter und noch generell so ein Feedback-Parameter. Die beiden sieht man hier. Wenn ich die mal anschalte, wird das Signal lauter und druckvoller. Es gehen sozusagen noch mehr Höhen ein bisschen verloren. Gleichzeitig wird der Bassbauch irgendwie noch so ein bisschen angehoben. Ja, Feedback-Parameter haben wir hier, habe ich ein bisschen aufgedreht und bei diesem Monarch-Filter ist das einfach schon standardgemäß mit drin. Ich kann das hier über den Gain-Parameter aufdrehen. Und ich habe das einfach ein bisschen aufgedreht. Okay, das heißt Feedback, Distortion, Filtermodule, damit kann man schon mal erstmal einen ganz guten Grundsound erzeugen. Das Problem ist natürlich jetzt, wir haben noch gar keine Art von Schwebung drin. Also der Synth, der feuert einfach direkt los und wir haben gar keine Wellen, gar keine Schwebung. Klingt auch alles noch so ein bisschen steril, sage ich mal. Da mache ich mich jetzt dran. Da habe ich mir nämlich Folgendes überlegt, dass ich nämlich einfach in dieser LFO-Sektion den LFO 1, 2 und 3 nutze, um ganz viele Parameter subtil zu modulieren. Zum Beispiel der LFO 1, der moduliert ganz subtil die Tonhöhe von den beiden Oszillatoren. Das gleiche macht aber auch der LFO 2, der moduliert auch die Tonhöhe, wirklich hier nur um 0,01 oder 0,16. Gleichzeitig werden aber auch noch andere Dinge moduliert, die Phase von dem Oszillator, auch von beiden LFOs. Filter wird moduliert, Drive wird hier moduliert, Mixverhältnis, also wirklich so alle Parameter, wo ich irgendwie die Tonhöhe bestimmen kann oder einen Effekt ein- und ausschalten, das wird alles von diesen LFOs moduliert. Und der Clou ist eigentlich, dass ich diese LFOs auch noch gegenseitig modulieren. Denn was ich vermeiden wollte, ist, dass ein LFO immer auf die gleiche Art und Weise schwingt. Ich wollte sozusagen so eine Art Zufallsgenerator damit reinbringen. Deswegen habe ich erstmal gesagt, dass diese LFOs alle frei schwingen. Hier ist der Modus of Free, hier ist der Modus of Free. Dann wollte ich Ecken und Kanten in der Modulation vermeiden. Deswegen habe ich jetzt hier runde Wellenformen genommen bei den LFOs. Und das Ganze soll auch nicht schnell schwingen, sondern langsam. Deswegen ist die Geschwindigkeit, die Rate, hier auch sehr langsam. Und zu guter Letzt habe ich den dritten LFO, den Random LFO, als Zufallsgenerator genommen, der wiederum zum Beispiel die Geschwindigkeit von LFO 2 und 1 moduliert. Und dieser Random LFO, der hat ja so Parameter wie Jitter, also sozusagen, wo irgendwie so Störungen und Artefakte reinkommen. Deswegen eignet der sich dafür hervorragend. Der hat auch wieder eine niedrige Geschwindigkeit. So, und diese ganzen drei LFOs, die sieht man hier überall. Hier ist was grün, da ist was grün, hier ist was grün. Dann bei diesen ganzen Effekten ist irgendwie was grün. Also die machen die ganze Zeit was. Und die kann ich mit den Parametern Organic 1, 2 und 3 anschalten. Schwebung kommt rein. Bisschen mehr Zufall. Denn Organic 1, 2 und 3, diese Makros, das sind die Levelregler von den LFOs. Organic 1 ist der Levelregler von LFO 1, wie man hier unten sieht. Organic 2 ist der Levelregler von LFO 2 und Organic 3 der Levelregler von LFO 3. Das heißt, damit kann ich die LFOs an- und ausschalten. So, und zu guter Letzt habe ich gesagt, dass ich noch alles von der Anschlagstärke beeinflussen möchte. Also, der Modulator T1, der ist abhängig von der Anschlagstärke. Und dieser Modulator, den sieht man hier auch überall. Man sieht es hier. Überall ist hier so ein bisschen dieser T1-Modulator drin. Der moduliert Wavetable, der moduliert die Resonanz, der moduliert die Filterfrequenzen, der moduliert Drive, Mixverhältnis und so weiter. Das heißt, über die Anschlagstärke kann ich auch nochmal ganz viele Parameter von diesem Synthesizer steuern, beeinflussen. Und wenn ich diesen Parameter hochregel, diesen Makro 16, dann steuere ich hier letztendlich diesen Level-Parameter von diesem Modulator, der von der Anschlagstärke abhängig ist. Wenn ich den aufdrehe, dann hat das auch wieder Auswirkungen auf meine ganzen LFOs hier und dann klingt das noch ein bisschen abgefahrener.
Und das klingt jetzt wie ein kaputter alter Synthesizer verglichen mit dem Original von Massive. Und zu guter Letzt habe ich noch zwei Effekte genommen. Und zwar den Delay-Effekt und den Quad-Chorus-Effekt. Die kann ich über die Makros 11 und 12 ansteuern. Hiermit steuere ich den Mix-Parameter von dem Chorus-Effekt und hier mit dem 12er-Makro steuere ich das Mix-Verhältnis von dem Delay-Effekt. Und bei diesen beiden Effekten habe ich hier die Charakteristiken genommen, die irgendwie nach Vintage und warm klingen. Das heißt, hier gibt es die Option Vintage, Quattro, Random, Even. Ich habe Vintage genommen und hier gibt es die Charakteristik Neutral, Light, Controlled, Dark und ich habe Warm genommen. Gleiches bei dem Delay-Effekt. Hier habe ich die Charakteristik Hot genommen. Ich habe Feedback ein bisschen aufgedreht und Flutter habe ich aufgedreht, damit ich noch solche Tonhöhenschwankungen im Delay-Effekt habe. So, und durch diese wabernden Effekte, Chorus und Delay, klingt das Ganze auch so schön in der Stereobühne verteilt und richtig, ja, organisch halt. Dreh ich das Ganze mal auf. Chorus-Effekt wird richtig breit, Delay-Effekt eiert so richtig nach und subtil hinzugemischt ist das eine coole Sache. Und das ist jetzt meine Ausgangsbasis. Und wenn ich natürlich jetzt damit unzufrieden bin, weil mir dieser Vintage-Effekt zu viel ist, kann ich den ganzen Regler natürlich ein bisschen runterschrauben. Und dann klingt das dezent Vintage, sage ich mal. Aber bei mir haut das jetzt voll rein. So, und jetzt kann ich natürlich mit meinem Sounddesign anfangen. Das ist jetzt meine Basis. Ich kann zum Beispiel Filterfrequenz runterschrauben und von einer Hüllkurve, zum Beispiel von dieser hier, modulieren lassen. Ich kann andere Wellenformen nehmen, Wavetables. Wavetables kann ich von einem LFO modulieren lassen. Transponieren, ganz normales Sounddesign. Ach genau, und ganz völlig vergessen, ich habe hier noch einen Rauschengenerator mit drin, mit der Charakteristik Valve. Und der wird von der Hüllkurve, von der Velocity, von der Anschlagstärke gesteuert. Ein kleines Detail einfach. Und jetzt habe ich eine Mischung aus digitalem Synthesizer, der aber wirklich so einen eigenen Klangcharakter hat. Und das ist eben genau das, was ich bezwecken wollte mit diesem Preset, was ihr jetzt runterladen könnt. Wie gesagt, der Link findet ihr in dem Beschreibungstext. Und ich finde, jetzt klingt das Ganze auch irgendwie ziemlich cool.